Sirius, der große Bär, der große Trommelstock. Ja und, kannst du irgendwas sehen, Geekster? Kein Stück, Slex. Die Sterne machen eine Komplettverdeckung. Gib her, lass mich mal glubschen. Oh, zieh dir das mal rein. Ist ja krass, ein galaktischer Regenwurm. Quatsch doch keinen Schrott, das ist ein Komet. Na und, wen juckt's? Sag mal, siehst du eigentlich überhaupt nicht mehr durch, oder was? Auf sicher, wir werden auf dem Kometen ganz extrem über den Himmel surfen. So sieht's aus. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß auch schon genau, wie wir da raufkommen. Easy, da steht ja eine fußgehäkelte Kometenbesuchsmaschine. Hey, Alter, ich weiß genau, was wir machen. Wir ziehen diese Rakete ab und dann schnappen wir uns den Kometen. Hey, Komet, wir sind auf dem Weg, wir kommen! Oh, wir brauchen neue Bremsklötzer. Sorry, Leute, aber wir haben eine Wartenummer gezogen. Halt! Wir hätten da mal eine klitzekleine Frage, Cheffe. Wäre da vielleicht noch ein Plätzchen für uns zwei Hübschen frei? Seid ihr Astronauten? Da wird doch der Hund in der sagen, sie bloß, sie erkennen uns nicht. Wir sind X-Tax. Bessere Astronauten finden sie nirgendwo. Cool, eine Ordensschwester. Ihr seid schwer in Ordnung, Jungs. Wie wär's mit einem kleinen Spiel? Mein Lieblingsspiel ist Volleyball. Oh nein! Wir spielen Astronautenball! Wenn wir in dem spacigen Outfit nicht wie Astronauten aussehen, müssen die blind sein. Es ist ja sogar ein fliegender Fisch in meinem Helm. Hey, ihr X-Idioten! JT ist hier! Das ist volle Lotte und cool. So, ihr seid also hier, um auf dem Komete zu surfen. Geht dich das irgendwas an? Genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Das kannst du knicken. Warten wir's ab. Ich warte nur, dass du dich verkrümelst. Ich bin wegen des Astronautentrainings hier. Und wir erst. Na, dann tretet mal näher, Freunde. Wir kriegen das schon gebacken. Cool. Thank you. Hier gehört. Beim ersten Test geht's um eure körperliche Ausdauer. Wenn ihr zum Kometen fliegen wollt, müsst ihr diesen Test bestehen. Noch Fragen? Können wir nicht diesen Part vielleicht überspringen und gleich losdüsen? Bitte, Sir. Ich muss so dringend pieseln. Dann frag ihn. Entschuldigung, Sir, ich müsste mal den Kürzeren ziehen. Negativ. Vielleicht habe ich Glück und es gibt an unserem Aufprallort ein Klosett. Jetzt geht's krass retour! Ich hab noch nie im Weltraum gepusht! Nur noch ein paar kleine Pünktchen und dann habe ich den Highscore! Hoffentlich haben wir den Test bestanden! Oh, ein Tässchen Käffchen wäre eine fette Sache! Prüfung Nummer 2! Der Druckkammertest! Los, rein! Nur keine Hast. Ein alter Mann ist ja kein D-Zug. Sofort rüber auf dein Plätzchen. Cheffe, wann gibt's was zu fratzen, Schmatzen? So, ihr Dosenfutter, wer von euch will immer noch als Pilot die Rakete fliegen? Oh, ich bin los, ich bin. Was kommt denn jetzt noch? So langsam habe ich die Faxen fett. Eine Frage, dieser Test wird doch nicht irgendwie wehtun, oder? Wetten würde ich nicht darauf. Los, rein mit euch! Bestünde nicht die winzig kleine Möglichkeit, dass ich diesmal nur zusehe. Bist du eine Memme? Sieh doch von drinnen zu. Na los, Chefe, erst drin. Die können das Ding anspeisen. Ist doch ganz nett hier. Und jetzt hau ich mit dem Heimchen das Sparschwein. Kommt!
So, ihr Schleimbeutel, wer von euch will jetzt immer noch die Rakete fliegen? Na schön. Der Gewinner ist... Ihr wollt mich alle fertig machen. Was flänzt du jetzt ab, Blondie? Du hast doch nicht echt erwartet, du würdest gewinnen, oder? Hi, Susa! Was hat er denn? Benimmt er sich immer so? Ja. Die Lusche. Besonders, wenn wir am Start sind. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die neuen Piloten der Rakete. Wir hauen auch keine Beule in die Karotte. Gibt's in dem Saftladen keine Klimaanlage? Hier müffelt's nach Käsemauken. Und 3, 2, 1 und ab geht die wilde Fahrt. Und sie bewegt sich doch. Ich war das nicht. Hey, da vorne ist eine Aussichtsplattform. Cool, nur schade, dass hier keiner Popcorn verkauft. Hallo, ihr Patrioten. Die Welt steht tief in eurer Schuld. Die Rakete ist eigentlich eine Bombe und fliegt direkt auf den Kometen zu, um ihn zu zerstören. Wir sind alle stolz auf euch. Lebt wohl! Na supi, holen wir unsere Skateboards raus. Extrem Kometen-Skating! Wirklich gute Arbeit, Jungs. Ihr habt's geschafft. Die Erde ist gerettet. Hier ist ganz schön warm im Hüftbereich. Ist doch egal, Alter. Lass uns auf der Sonne surfen. Aber wir haben keine Sonnenmilch parat.